Verfällt mein Anspruch auf eine abschlagsfreie Rente, wenn ich sie nicht beantrage? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Eine sehr interessante Schnellfrage für 9,90 Euro, die uns auf rentenbescheid24.de erreichte. Ich kann am 1. April 2022 erstmals eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte in Anspruch nehmen. Sie kennen die Rente, das ist die Rente ab 63 mit 45 Jahren Wartezeit. Ich will aber bis zum 31.12.2022 weiterarbeiten. Verfällt mein Anspruch auf die abschlagsfreie Rente, wenn ich diese erst zum 1. Januar 2023 in Anspruch nehme und nicht schon zum 1.4.2022 beantrage? Bevor ich diese Frage beantworte, nochmal ein ganz kurzer Überblick zum Thema Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Diese Altersrente ist die Rente, die Sie mit einer Mindestwartezeit von 45 Jahren und der Vollendung eines bestimmten Lebensalters erreichen können. Wer also am 1. Januar 1958 geboren ist, kann mit Vollendung des 64. Lebensjahres zum 1. Januar 2022 diese abschlagsfreie Rente in Anspruch nehmen. Die Rente ist immer ohne Abschlag. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gibt es niemals mit Abschlag. Das Gesetz regelt grundsätzlich den Beginn der Rente. Und das ist immer abhängig vom Geburtsjahr des Versicherten. Und auch in unserem Fall ist es so, dass das Gesetz einen frühestmöglichen Beginn der Rente regelt. Und wenn der frühestmögliche Beginn der 1.4.2022 in unserer Fragestellung war, dann wäre das der frühestmögliche Beginn. Zu diesem Zeitpunkt müssen aber nicht die Anspruchsvoraussetzungen für diese Rente vorliegen. Die können auch zu einem späteren Zeitpunkt vorliegen. Sie können aber auch zu diesem frühestmöglichen Beginn schon vorliegen. Das Gesetz sagt uns aber nicht, was passiert, wenn Sie die Rente nicht am 1.4.2022 in Anspruch nehmen, sondern erst zum 1. Januar 2023. Es sagt auch nichts dazu, dass der Rentenanspruch nur deshalb verfällt, weil Sie die Rente nicht erstmals zum 1.4.2022 in Anspruch genommen haben. Vielmehr sagt das Gesetz nur, dass ich wegen meinem Geburtsjahrgang diese Altersrente für besonders langjährig versichert frühestmöglich zu einem ganz bestimmten Lebensalter in Anspruch nehmen kann. Dann müssen auch alle anderen Anspruchsvoraussetzungen wie die Wartezeit 45 Jahre und nicht zu vergessen der Rentenantrag vorliegen. Wenn ich also den Rentenantrag für diese Rente, aus welchen Gründen auch immer, später stelle, dann ist das erstmal autonom mein Problem. Jeder Versicherte, der eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte in Anspruch nehmen möchte, der kann sich mit dem Rentenantrag Zeit lassen bis zum Beginn der Regelaltersgrenze. Erreichen Sie die Regelaltersgrenze und Sie haben noch keinen Rentenantrag gestellt, dann können Sie keine Altersrente mehr für besonders langjährig Versicherte bekommen. Dann können Sie nur noch die Regelaltersrente in Anspruch nehmen. Auch immer ohne Abschlag. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.